Alle noch da. Sogar in einem Stück. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Ich habe die Bombe exakt nach Plan gebaut. Eventuell sind da Makrogase dran schuld. Hoffentlich hat die Stadt nichts abbekommen. Der Planet geht vor. Und was meint ihr? Ob es was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Willkommen zur zweiten Let's Play-Reihe von Final Fantasy VII, dem Remake. Ich würde sagen, ich starte direkt ohne großes Gelaber. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst vorab schon mal einen Daumen der zweiten Folge dann. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr die Let's Play-Folge bzw. die komplette Let's Play-Reihe nicht verpassen wollt, solltet ihr die erste Folge verpasst haben, geht ein Video zurück. Ich habe eine Playlist erstellt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Weiter geht's. Ach, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Ab hier weiß ich übrigens tatsächlich nicht mehr, wie das neue Remake weitergeht. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet alles ihr davor war noch von der Demo. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Beziehungsweise kannte man vor der Demo, von der Demo. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ganz schönes Feuer. Mikro noch ausrichten. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Ja, machst du mal auf. Zwei Heiltränke. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Version für alle, die selber das Spiel zocken, welche Version ihr euch zugelegt habt. Ich habe die First Class Edition. Und ich bei dir, Dusche. Der Sprengsatz ist scharf. Köpfe einziehen! Das ist ja eine geile Deckung. Hey, das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist kein Verlass. Los, weiter. Moment. Okay. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Affentäter haben eine Sprengung in Makro-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich in. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fangt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern.
Und, Chefe, was nun? Chefe. Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. So. Jetzt muss ich natürlich, dadurch, dass das jetzt alles nicht mehr Demo-Material ist, bisschen genauer schauen überall. Bis später. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Ich bin übrigens mal gespannt, wann ich meine erste Aufrufsubstanz oder auch hier leider Esper genannt verwenden kann, denn man kann nämlich, wenn man eine Sonderedition sich bestellt hat, kann man diesen Code eingeben und hat dann hier zum Beispiel diese Kaktorbeschwörung. Ich bin mal gespannt, wann ich die einsetzen kann. Und normalerweise sollte zu der First Class Edition auch eine Garfunkel-Beschwörung dabei sein. Ich habe sie in meinem Repertoire leider nicht gefunden. Da bin ich mal gespannt. Wenn da einer mehr weiß, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würdet ihr mir sehr weiterhelfen. Es ist schade, dass das hier Esper nicht Aufruf heißt, wie es halt im Original war. Ah. So was hast du sicher schon gesehen, oder? Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Sehr schön, Vita. Vielen Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ich denke mal, wir werden jetzt eingeführt in das Materia-System. Wäre ich nicht mehr am Leben. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Neue Funktion, Ausrüstung und Materia. Das könnte sein, dass ich jetzt natürlich den Kaktor auch gleich reinknallen kann. Wir schauen uns einfach mal das Tutorial an. Materia werden über das Menü Ausrüstung und Materia eingesetzt, ist es klar. Setze deine neue Materie in das Panzerschwert ein. Okay, das Panzerschwert hat 2 Slots. Drücke Dreieck, um mit dem Einsetzen der Materie zu beginnen. Ist auch klar. Oben sind Materie für Waffen und unten für Rüstungen. Aus dem alten System kennt man. So, Glut? Glut ist bestimmt Feuer, oder? Ne, Feuer hat er ja schon. Okay, es erscheint eine Materialiste, aus der du eine Materie zum Einsetzen auswählen kannst. Okay, das ist natürlich logisch. Die Materie wurde erfolgreich eingesetzt. Durch das Einsetzen von Materie kannst du neue Magie und Fertigkeiten aktivieren oder deine Charakterparameter verbessern. Probiere verschiedene Materia-Kombinationen für deine Waffen und Rüstung aus, um deine Möglichkeiten optimal zu nutzen. Das Tutorial ist hiermit beendet. Das ging schnell. Okay. Also, Glut ist gleich Feuer. Jetzt möchte ich mal gucken. Ich kann ja nur grüne Substanzen wählen, okay. Was mit den Aufrufen kommt also später. Materia umplatzieren geht natürlich noch nicht. Alles andere dann später. Alles klar. Setz sie ein, wenn's brenzlig wird. Und mach was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay, danke später. Ether und Supertrank, okay. Dann werde ich gleich mal auf diese Funktion Magie Vita setzen. So, jetzt schauen wir uns natürlich hier ein bisschen um. Das ist doch wohl ein Scherz, oder? Waren das etwa diese Leute, die gegen Schildkrankenzonen erklärt? Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. 50 Gil. Es muss mit der Abfall den Trümmern und Splittern gedeckt werden. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Ob die Slums was abbekommen haben? Hier geht's nicht durch. Es muss ein Traum sein. Wir müssen weg. So kommen wir nie Cloud. Hier lang. Hier oben. Selbst in der Firma. Nach oben, hab ich gesagt. Ich verstehe das nicht. Pass auf, der Schuh ist ziemlich bröckelig. Nach oben kommst du über die Brücke dort, okay? Wenn man die Treppe da über den Schutt nimmt, ist der Bahnhof ganz nah. Mir ist das allerdings etwas zu...
Jetzt sieht man auch beide Substanzen im Schwert. Sieht man ja schön grün leuchten, auch mega geil. Drei Handgranaten, okay. Genial aus alles. Was zu? Na, der wird ja jetzt nicht einen Sephiroth-Flashback kriegen, oder? Ja, das Feuer in Nibelheim. Ja, war klar. Geil. Ein alter Bekannter. Ah ja. Naja, logisch. Okay, viel schneller kann man tatsächlich nicht laufen. Ich kann übrigens jedem nur raten, der vielleicht noch eine PS, wie nennt sich das? PS Vita, diese Handheld. Ja, die Möglichkeit, PS Vita noch zu besitzen und Crisis Core, das ist quasi der Vorgänger von Final Fantasy VII. Zockt das vorher und zockt dann das, wenn die Möglichkeit besteht. Absolut. Das lohnt sich ohne Scheiß, um die Story komplett so ein bisschen zu haben. Ist natürlich keine Pflicht, um dieses Spiel überhaupt spielen zu können. Oder zu verstehen, sag ich mal so. Warte! Das ist übrigens so ein Part, der im Original nicht passiert. Unmöglich. Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Mutter. Mutter. Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon. Es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe.
Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Boah, krass. Die Umsetzung von Sephiroth sieht so ultra stark aus. Ohne Scheiß. Es ist zu heftig. Was hat das zu bedeuten? Wurden hier auch Bomben gelegt? Dort vorne versperren Tunnel. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich aus diesen Bereichen. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht... Ja, kann man durchaus sicherlich auch das ein oder andere verpassen, wenn man mal nicht den Hauptweg verfolgt, beziehungsweise wenn man nur den Hauptweg verfolgt. Ich wiederhole. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Aber das scheint sogar der richtige Weg zu sein. Nicht so geplant. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich aus diesem Bereich. Der Reaktor! Er ist einfach explodiert. Wir sollten wenigstens einfach so. Frauen und Kinder zuerst. Oh, dann dürfte ich jetzt gleich eigentlich auf Eris treffen. Oh, da liegt eine Substanz. Der Gesuchte darf nicht entkommen. Oh, Moment. Ich glaube, da darf ich nicht ran, oder? Ich... Shinras Truppen sind hier. Nee, ich will's wissen, hallo. Er muss irgendwo hier sein. Hier sind also auch schon Wachen. Okay, komme ich wahrscheinlich später zurück. Ich will ja schließlich wissen, was das für eine Substanz ist. Schutz oder sowas könnte ich mir vorstellen. Sind wir hier auch in Gefahr? Oh, na, wen haben wir denn da? Ich glaube, ich werde die Kamera nur ausschalten, wenn eine richtige Videosequenz kommt. Man sieht ja trotzdem genug. Du kannst niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Eine Blume. Hier. Für dich. Hä? Eine Blume? Ja. Als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Oh, was? Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Kannst du dir ins Haar stecken? Ach komm, wir sind ja freundlich. Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis oh, variiert. Oh, die Melodie. Aber für dich... ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für... ein Wiedersehen. Okay, ist ein Schlüssel-Item, okay. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Das kommt noch mit Jaffi. Ich lass mich nicht erpressen. Aber nicht in der Episode. Du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze? So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen und... Ihr Name ist Blumenverkäuferin.
Leg die Waffe hin! Sehen die die nicht? Weg hier! Jeder für sich! Ah, alles klar. Jetzt erkenne ich die. Viel Glück! Ich weiß nur gerade nicht, wie man es ausspricht. Cetra. Leg die Waffe hin! Langsam! Na, kommt mal ran. Es ist aus. Es ist vorbei! Tschüss. Keine kommt. Ich bin bereit. Genug. Das war abzusehen. So, jetzt ist die Überlegung, nochmal zurückzurennen, wo diese Substanz lag. Das war hier, genau. Was? Ups. Bringen wir es hinter uns. Das war's dann. Das ist einfach. Tschüss. Mega. Das Kampfsystem ist der absolute Hammer. TP-Boost. Schauen wir gleich mal, was genau das ist. Noch habe ich ja keine Idee. Erhöht den maximalen TP-Wert mit mehreren Materia kombiniert. TP, Trefferpunkte. Okay, wir gehen erstmal weiter, bevor ich mich jetzt dieser Substanz widme. Es scheint auf jeden Fall eine völlig neue Materia zu sein, die es vorher so nicht gab. TP-Boost, Trefferpunkt-Boost, würde ich das jetzt einfach mal übersetzen. Da bist du ja! Haben wir dich endlich! Genug! 4, Sektor 8! Wir haben den geschlossenen Luftweg! Gerade so erwischt. Tschüss! Weiter geht's. Da liegt noch mehr. Ausweich-Rundumschlag. Na gut, das nützt mir jetzt alles gerade noch nichts. Na komm, wir nehmen jeden Gegner mit. Alles ruhig. Alles ruhig. Du da! Es ist aus. Der Feind ist geschwächt. Bis hier und nicht weiter. Neuer Versuch. Alles geht. Genug! Schnappstück. Okay, hier ist eine Sackgasse. Ich rate trotzdem jeden Kampf mitzunehmen, umso stärker ist man für zukünftige Kämpfe. Widerstand ist zwecklos! Du entkommst nicht! Bis hier und nicht weiter! Greift ihn euch! Du entkommst uns nicht! Volle Kraft! Feuer frei! Das haut natürlich ordentlich rein. Okay. Bis hier und nicht weiter! Viel gesichtet! Ich wiederhole! Viel gesichtet! Ach, hier kreist ein Helikopter. Das war's dann. Bereit zum Landen! Da ist er. Teilweise wurden Straßensperren errichtet. Sie bitten um Vorsicht. Los, konzentriert euer Feuer! Verzieh dich! Wir vermuten, dass der Gesuchte zum Bahnhof will. Keinen kommen! Bis hier und nicht weiter. Bring es hinter uns! Genug! Lass die nicht entkommen! Endstation! Wir haben den Gesuch. Alle Fluchtwege gesichert! Damit umgeht Verstärkung von allen Truppen hinter dir! Meldung vom Rundplatz! Er bitte Verstärkung!
Ich komme gar nicht aus dem Kampfmodus raus. Ja. Okay. Ebenfalls eine Sackgasse. Aber hier war ich doch schon. Ja. Irgendwas habe ich gerade verpasst. Nochmal hier lang. Limit Break ist auch voll. Den will ich jetzt gar nicht einsetzen, das ist ja. Keine Chance! Der Gesuchte lebt! Zieht alle Truppen am Bahnhof zusammen! Okay. Also doch nochmal hierher. Frontalangriff ist zu gefährlich. Ob es sonst noch einen Weg gibt? Ich gehe am besten durch. Jetzt check ich's. Oben ist es wohl am sichersten. Das ist diese Brücke. Wahrscheinlich kleine Menge Soldaten auf mich warten. Da drüben! Feuer frei! Oh, knallt ihn ab! Das war knapp. Und immer schön R2 drücken dabei. Der Gesuchte bewegt sich offenbar in Richtung Fußviertel. Regelt alle Zugänge ab! Geil. Da drüben ist der Mistkerl! Darf keine Zeit verlieren. Drauf. Eisenreif. Na, den rüsten wir. Ach nee, ich kann im Kampf nichts ausrüsten. Ich bin noch im Kampfmodus sozusagen. Oder? Doch jetzt. Ausrüstung. Cloud, Bronzereif, Eisenreif. Physische und magische Abwehr plus 6. Maximalwert ist 255. Das sollte auch hier so sein. Und der hat ein paar Slots. Das ist doch schön. Ausweich-Rundumschlag. Knallen wir gleich mal rein. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo es hier nach unten geht. Ach, hier. Warte mal, habe ich mich jetzt... Nee. Ich dachte gerade, ich bin in die falsche Richtung. Der Kerl ist gefährlich. Nein, das ist doch nicht. Genug! Was? Gebe nicht nach! Ich wollte eigentlich Feuer machen. Feuer frei! Mal sehen. Das war abzusehen. Das machen wir auch mal noch schnell als Kurzbefehl. Ich mache mal den Impulshieb weg und mache hier Feuer rein. Kein Entkommen! Es ist aus. Bis hier und nicht weiter. Weiter geht's. Stopp. Der Gesuchte ist in das Wohnviertel eingedrungen. Er riegelt die Ausgänge und schickt schnell Verstärkung. Im Gefecht mit Zielperson. Du entkommst nicht. Genug. Okay. Zielpersonen entdecken, leiten Angriff ein. Tschüss. Komm schon her! Es ist aus. Das hier und nicht weiter. Es wird heiß. Oh, wenn die beiden nebeneinander stehen, kannst du durchaus mehrere Leute treffen. Das ist natürlich auch sehr geil. Das egalisiert so ein bisschen wahrscheinlich die alle Substanz. Könnte ich mir vorstellen. Das ist natürlich echt interessant. Jetzt möchte ich auch mal noch wissen, was so eine Granate für Schaden macht. So, Gegenstände. Handgranate. Der Feind ist nicht. Keine kommen.
200, okay. Macht das Spaß. Stopp, da. Ein Supertrank. Der Heli dürfte bestimmt auch gleich wiederkommen. Oh. Die Ratte sitzt fest. Jetzt hat dein Spiel ein Ende. Ach, das ist die Szene. Okay. Naja, ich möchte ja nicht zu viel verraten. Genug. Ja! Los! Tschüss. Okay, also es ist echt praktisch. Hier ist kein Durchkommen. Na komm, schlag zu. Es dauert aber ewig, bis der seine Deckung wegmacht. Das war's. Es ist vorbei. Wiedersehen. Armer Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Ja. Hm? Moment. Na, da bist du ja endlich. Ja, wo warst du so lange? Ja, fein. Wolltest dich wohl vor der Arbeit retten, was? Nee, nur die Kohle holen. Auf den Fersen, also hab ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Ja. Na, wer macht als erstes einen Witz über die Blume? Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Ja? Draußen waren unsichtbare Wesen. Ah? Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Ha! Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ha! Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Mako Reaktor 1 kommt es auf dieser Strecke derzeit zu Ausfällen und Verspätungen. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu. Was ich ein bisschen schade finde,
dass man sich quasi ein Limit Break nicht aufheben kann. Wenn der Kampf vorbei ist, kannst du das Limit Break, wenn es voll wäre, nicht mehr einsetzen. Das konnte man halt im Original, konnte man sich schön, wenn man wusste, gleich kommt ein Endboss, das Limit Break so ein bisschen aufsparen. Keine Wachen in Sicht. Ich wäre jetzt echt gerne allein. Ich war schon ewig nicht mehr in den Slums. Die Leute sind ganz schön aufgewühlt. Was hast du erwartet? Du, Cloud, ich... Zum Beichten kannst du dir jemand anderes suchen. Arbeitslos. Ach komm schon. Jetzt sei doch nicht so. Ein Paradies für Taschendiebe. Darf ich dich mal was fragen? Steckt etwa Wut dahinter? Erstmal nicht mehr nach Hause. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Diese Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ich mach doch gar nichts. Halt die Klappe, Vibe. Wäre ich mal lieber zu Hause geblieben, statt draußen rumzurennen. Ich dachte, es wäre vorbei. Das ist alles nur ein Traum, oder? Wenn ihr mich fragt. Nicht dein Ernst, oder? Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Aber echt, hey. Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor holen wollten? Nein. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Stuss. Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Und wer sind Sie, mein Herr? Das sieht dich ja auch nicht an. Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Ups. Der tickt noch aus. Mega. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Genau. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal, aufs was Maul. Passiert, wir machen so weiter wie bisher. Shinra-Abteilungsleiter. Geil. Wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Jetzt hat er Klecks im Schlupfer. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Ist das Jason Derulo da hinten? Na klar. Ah, der legt sie erst mal schlafen. Ich tue einfach, als ob ich schlafe. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Ja, das ist Jason Derulo. Guck mal genau hin. Er schnarcht. Meine Kamera im Weg. Ach, egal. Gut, Jesse, erzähl mir mal was Schönes. Hast du kurz Zeit? Natürlich habe ich Zeit. Neue Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon. Aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Schwarzfahrer. Unsere das wird IDs teuer. Sind natürlich sauber. Hey! Schließlich habe ich sie gefälscht. Kleines Mäuschen. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin.
Diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Ach, die meinte Plattform. Shinras Makrogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, der kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorher bestimmt.